German Gossip Corner. Wollt ihr mich verarschen? Diese Beleidigung von Ruth, diese Entgleisung, diese eine Entgleisung von Ruth in Richtung des Sohnes von Bushido, die rechtfertigt also das, was ihr hier gerade macht? Diese eine Beleidigung rechtfertigt, dass ihr gerade hoch und runter reitet auf körperliche Behinderung? Was ist das für ein Scheiß, für ein Widersprüchlicher? Ihr hackt auf einem Menschen rum wegen Behinderungen und dann redet ihr darüber, dass er seine Reichweite nur für Mobbing ausnutzt. Ihr mobbt gerade behinderte Menschen. Was ist das für ein Scheiß, für ein Widersprüchlicher? Menschlich richtiger Abfall. Ja, wirklich, das ist menschlich richtiger Abfall. So, Gott bewahre, wenn einer von den dreien eines Tages ein behindertes Kind kriegt. Mal gucken, wie das Kind dann solche Lines findet. Was ist das für ein Scheiß, für ein Widersprüchlicher? Okay, das, ja, also jetzt ist endgültig der Spaß vorbei. Ruth, leg dir mal Nieren zu. Wegen Bushidos Nierenleiden, wegen Ruths Nierenleiden, weil Ruth, keine Ahnung, fast an Nierenversagen gestorben wäre. Und du spuckst rum, Twizy, du spuckst rum. Du machst Witze darüber, dass jemand kurz vorm Sterben ist, wegen Nierenversagen. Das findest du witzig, bist du geistig zurückgeblieben. Habt ihr einen Dachschaden? Das findet ihr witzig? Das findet ihr witzig? Und jeder, der das auch sagt, das findet ihr witzig? Wegen dieser asozialen Beleidigung von Ruth, weil Ruth entgleist ist in seinem Stream, während er fast ein Jahr lang seinen Bruder verteidigen musste, weil er diese asoziale Beleidigung gebracht hat, die auch scheiße ist, das rechtfertigt all das hier. Wo seid ihr besser? Leg dir mal Nieren zu. Bruder, lass morgen dein Kind an Nierenversagen leiden. Und guck mal, wie du diese Beleidigung dann findest. Bist du gestört, Junge? Wie wenig Stolz hast du? Wie klein ist dein Stolz? Und du willst irgendjemanden in NRW im Rhein versenken? Bruder, du hast deine Ehre erkannt. Und dann mach doch ernsthafte Vorwürfe. Bau doch was ein, was konstruktiv ist. Ruth, du hast da und da, aber du hast dir widersprochen, aber du hast das und das gesagt, aber so und so. Und du hast dich so und so verhalten. Was ist das für ein Scheiß, für ein Widersprüchlicher? Das ist für ein Scheiß, für ein Widersprüchlicher. Was ist das für ein Scheiß, für ein Widersprüchlicher?
das geht sogar schon in menschenverachtendes Klischee. Das ist, also das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr normal. Deutschrap als allerletztes zu finden ist. Das ist ungefähr so, wie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, okay, ich will dieses Fass jetzt nicht Endlevel aufmachen, aber wenn man sagt, die Hamas hat in Israel das und das angerichtet und jetzt kann man für immer alles platt machen im Gazastreifen. Genau das ist es. Genau das ist es. Was ist das für ein Scheiß, für ein Widersprüchlicher?